Moinsen! Ich habe mal wieder was für euch vorbereitet. Heute sprechen wir mal über dieses wundervolle Gerät und was du damit machen kannst, erfährst du nach dem Intro. Nun, was ist das hier eigentlich? Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon erkannt haben, es ist sowas ähnliches wie eine Race Logic. Jetzt wird sich der ein oder andere wahrscheinlich fragen, was ist eine Race Logic? Eine Race Logic ist das, was du dort unten in der Ecke sehen kannst. Was in den meisten Rennfahrzeugen verbaut ist, im GT3 Sport, wo du verschiedenste Informationen sehen kannst, die du während des Rennens dort ablesen kannst. Und das Gerät ist ähnlich und funktioniert auch so ähnlich. Denn du kannst mit Hilfe von SimHub eine Menge damit einstellen, eine Menge anzeigen lassen und das ist wirklich sehr, 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 sehr hilfreich. Ich würde dir das Gerät jetzt nochmal im Detail zeigen, ohne dass wir es angeschlossen haben. Und dazu müssen wir mal kurz rüber an den Tisch. Schauen wir uns das Ganze doch mal im Detail an. Wir haben jetzt hier also ein wunderschönes gedrucktes 3D-Gehäuse, was umzogen ist mit Alcantara. Meine Version hat leider ein bisschen gelitten, weil ich das Alcantara hier unten, naja, ich hatte es mit doppelseitigem Klebeband an meinem Rig dran und habe es abgezogen. Wir haben an der rechten Seite haben wir den Connector. Was ich hieran sehr, sehr schön finde, ist, dass wir ihn auch gleichzeitig festschrauben können, hier an der Seite. Das heißt, du kannst ihn nicht rausziehen. Und wir haben vorne eine schöne Plexiglasscheibe drauf. Und hier in der Mitte, in der Plexiglasscheibe, sehen wir auch gleichzeitig noch den Screen drin. Und hier gibt es ein sehr schönes Goodie. Hier oben die beiden Öffnungen. Dort hinter liegt auch der Screen. Also hier vorne sieht man ja das Plexiglas und darunter liegt der Bildschirm. Und hier oben ist noch was ausgestanzt. Und dort kann man zum Beispiel sein Delta sehen. Also hier die rote Leuchte und da die grüne Leuchte. Alles in allem ein wunderschönes Gerät. Es ist toll verarbeitet. Den 3D-Druck merkt man gar nicht aufgrund des Alcantaras. Also wenn bei mir hier unten das Alcantara nicht ab wäre, wüsste ich nicht, dass es ein 3D-gedrucktes Gehäuse ist. Hinten drin haben wir auch gleichzeitig noch wieder ein Gewinde drin, was wir nutzen können, um das Ganze festzuschrauben. Das ist hier das Gewinde, das gleiche wie bei der Kamera. Das heißt, du kannst hier hinten einfach von einem Stativ die Schraube reindrehen und könntest das sozusagen dran machen. Willkommen zurück! Na, was sagst du? Build Quality finde ich persönlich ja sehr, sehr schön. Aber jetzt ist die Frage, was kann das Gerät eigentlich alles und was bringt es dir? Und das würde ich dir jetzt gerne zeigen. Wenn wir uns jetzt mal hier in SimHub reinbewegen und wir kurz die Katze mit entgegennehmen, einfach für die Beruhigung, können wir wieder sehen, dass wir das gute Gerät über Devices eingepflegt haben. Das ist super, super simpel. Wenn du jetzt hier an der Seite auf Add Device klickst und dir den Generic V-Core Screen rausnimmst, den auswählst und OK drückst und den hier hinzufügst und hier wieder deinen Display auswählst, was ich jetzt nicht machen muss, weil ich das schon habe, kannst du hier drinne alles einstellen. Also beispielsweise wieder, dass du dein Touchscreen einstellen kannst, dann kannst du hier dein Dash wieder auswählen. ePlab hat da ein eigenes zu. Den Link findest du auf der Shop-Seite, wo du dir das runterladen kannst oder auch im Discord vom Simrace Shop. Und dann musst du das einfach importieren und dann kannst du das hier auswählen. Ich für meinen Teil, ich habe wieder meinen Idle-Bildschirm eingestellt. Ich habe die Brightness hier nicht runtergedreht, was ich mal tun kann und sollte, weil das verbraucht dann nämlich immer ein bisschen weniger Strom. Ich hatte das Gerät nämlich vorhin erst angeschlossen und habe das nochmal alles durchprobiert, um zu schauen, ob alles reibungslos funktioniert. Was ich persönlich letztens gerade erst rausgefunden habe, ist super interessant, weil jetzt aktuell kann man das hier über Touch alles durchseppen. Wir müssen einmal rechts drücken und einmal links drücken. Was aber beim Fahren ein bisschen anstrengend ist, weil du willst dir die Hände nicht vom Lenkrad runternehmen. Und jetzt hast du nämlich die Möglichkeit, wenn du hier auf Controls gehst, kannst du dir eine Taste belegen, um die Dinger durchzugehen. Und das habe ich jetzt auch mal getan. Und das finde ich total interessant, weil ich das vorher nicht kannte. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle an Dan Suzuki, weil bei denen hatte ich das nämlich gesehen, dass das funktioniert.
Und du kannst dir allerhand andere Sachen noch einstellen, wie die Brightness oder dass du spezifische Dashes auswählen kannst oder dass du zurückgehst und so weiter und so fort. Und das hat, war für mich ein absoluter Gamechanger. Nun gut, wir haben es dann jetzt also hier in SimHub eingeführt. Dann können wir zum Beispiel jetzt mal ins Auto gehen und dann fahren wir einfach mal kurz gegen die Wand. Dann fahren wir einfach mal kurz gegen die Wand, setzen uns auch kurz mal vernünftig hin. Wir haben eine Katze auf dem Schoß, wir müssen ein bisschen ordentlicher fahren. Wie wir jetzt hier schon sehen können, die Runde ist ungültig, weil wir ja einen Cut gekriegt haben. Und das wird dann gleich in Rot dort angezeigt. Hier unten sehen wir jetzt unsere Zeiten aus den Sektoren. Und was ich auch sehr geil finde, wenn wir das jetzt mal ganz kurz machen. Einen kleinen Moment, dafür müssen wir jetzt kurz mal anhalten. Jetzt müsste eigentlich eine gelbe Flagge entstehen. Yellow flag. Und hier kannst du dann sehen, in welchem Sektor sich diese Flagge befindet. Also ob es jetzt gelb ist oder blau und so weiter und so fort. Dann kannst du das hier nämlich dann sehen und es wird dir direkt angezeigt. Das finde ich total schön. Das ist übrigens mein Lieblingsdash, weil ich dort nämlich die meisten Informationen kriege, die ich brauche. Was aber auch sehr schön ist und hier mit drin ist, ist beispielsweise dieses wunderschöne Dash. Und in diesem Dash kannst du deine Bestzeit sehen, das Delta logischerweise und wie viele Runden du noch fahren kannst mit dem Sprit. Das wird dir hier auch angezeigt. Und das finde ich persönlich immer super interessant, wenn du auf gleich den Sprit sehen kannst. Jetzt kann man natürlich sagen, Dizzy, das kannst du aber auch in-game sehen. Das ist absolut korrekt. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund von physischen Displays und Dingen, die man anfassen kann. Zumal ich auch ein sehr großer Fan davon bin, alles irgendwann mal auszumachen. Ich habe es jetzt unten nur an wegen dem Stream. Ansonsten hätte ich das auch nicht, um einfach das pure Erlebnis zu kriegen. Wenn wir jetzt hier weitergehen, haben wir dann noch die Möglichkeit, das Delta uns anzusehen, bezüglich der Fahrer, die hinter uns sind oder die vor uns sind. Was auch sehr schön ist, hier oben die beiden Punkte, die ich euch in der Nahaufnahme vorgestellt habe. Hier seht ihr das gerade. Wir haben jetzt gerade ein rotes Delta, also wird das mit dem roten Punkt auch noch mit angezeigt. Dann haben wir im nächsten Dash einfach ganz simpel die Geschwindigkeit plus die Gänge. Also jetzt nichts Besonderes. Wir haben auch die Möglichkeit, dann im nächsten Dash beispielsweise die Temperaturen zu sehen von der Strecke beziehungsweise von der Luft, welche Rundenzeit wir gerade fahren und welche wir erreichen würden. Also wenn wir jetzt mal hier beispielsweise durchfahren, ja, dann müssen sich die Timer gleich nochmal resetten. Genau. Jetzt können wir kurz mal gucken, dass wir ein grünes Delta erreichen. Das wird uns ja dann gleich angezeigt. Wenn wir jetzt hier nochmal währenddessen weitergehen, sehen wir hier aktuell die Reifendrücke, als auch die Temperaturen und den Sprit und die Bremsbalance, die wir eingestellt haben. Wenn wir dann weitergehen, haben wir das komplette, den kompletten Sprit-Tab. Der wird jetzt im Singleplayer leider nicht berechnet, warum ACC auch immer das nicht tut. Im Multiplayer würde das dort stehen. Das ist nett von dir, Shorty. Im Multiplayer würde dann da stehen, wie lange du noch fahren kannst, wie lange dein Sprit noch reicht, etc. pp. So, wir fahren jetzt hier mal die Runde zu Ende. Und dann sind wir hier in meiner Lieblingsansicht, die wohl gerade etwas verwirrt ist. Mit Latschen fahren ist aber auch anders interessant. So, wir fahren die Runde mal ganz kurz zu Ende, damit wir überhaupt erstmal ein Delta haben, weil der kann ja jetzt kein Delta haben, wenn wir keine Runde abgeschlossen haben. Deswegen funktioniert das jetzt hier gerade nicht. Wir machen einfach mal ganz kurz einen Sprung. George, quatsche mal nicht dazwischen. Wir machen jetzt hier mal kurz einen Sprung. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Your lap time was at 147.21. Sector 3 time is quick. So, jetzt seid ihr wieder da. Jetzt könnt ihr hier sehen, dass wir das Delta angezeigt kriegen. Ja? Und jetzt seht ihr auch den grünen Punkt. Ne? Also falls ihr auch nicht so eine Fan seid davon, dass das auf dem Bildschirm drauf ist, also direkt vor euren Augen irgendwo in der Ecke, ist so ein Gerät halt wirklich ein Träumchen. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe es direkt so rechts an der Hand. Ich sehe immer noch den Rückspiegel und alles, was zum Auto gehört.
und habe rechts immer diesen Display, wo ich einfach rechts mal so ein bisschen runterlunzen kann und drauf gucken kann. Und das ist für mich ein absoluter Gamechanger und ich finde das super schön, so etwas zu haben. Nur ist die Frage, braucht man das? Ja, nö, nein. Es ist wie mit allen Geräten, die eine gewisse Zusatzfunktion haben. Man braucht sie nicht unbedingt am Computer oder am Rig. Also das hier ist ja schon das Gerät für die Immersion. Das holt mir ja nicht, weil man das nicht in-game bekommt oder weil man das in-game nicht sieht, sondern man holt sich das ja für die Immersion, wenn man im Rig drinne sitzt, dass man auch dieselben Bewegungen hat, wie zum Beispiel im realen Leben, wenn man auf die Race Logic guckt und in dem Fall jetzt auf die E-Plab. Ich finde es preislich sehr, sehr gut angesiedelt. Es hat out of the box tadellos funktioniert. Ich hatte damit gar keine Probleme. Was ich euch aber empfehlen möchte, weil es ein Display ist, es wäre ratsam, einen USB-Hub zu nutzen, der Strom führt. Weil bei mir beispielsweise auf einem Mainboard, da kommt nicht genug Strom raus. Und dann funktioniert der Display nicht vernünftig. Wenn ihr jetzt aber einen USB-Hub habt, der eine externe Stromquelle hat, funktioniert das wunderbar. Ich würde euch unten in der Videobeschreibung einfach mal einen verlinken. Davon habe ich mittlerweile 3 Stück am Laufen und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Also beachtet bitte, wenn ihr ans Mainboard geht und es könnte sein, dass der Display nicht vernünftig funktioniert, benutzt einfach einen externen USB-Hub. Was hältst du von dem Gerät? Würdest du dir das ranhängen? Hast du da Bock drauf? Sagst du jetzt, ja, das ist richtig geil? Oder sagst du eher so, meh, brauche ich jetzt nicht zwingend, ist zwar ganz nett, aber könnte ich auch drauf verzichten. Lass mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr freuen, wenn du auch ein Däumchen da lässt, ein Abo da lässt und generell einfach mal einen Kommentar schreibst, weil darüber freue ich mich wirklich sehr. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Bis den Dansen.